Händler. Wenn Sie das nicht mitnehmen, sind Sie tot. Dieses Zeug ist nicht zugelassen, aber rettet Ihnen den Arsch. Okay, ich habe Stufe 6 und man braucht Rang 8. Ja, also früher nannte man ja sowas hier Schwarzmarkt. Ja, jetzt heißt das Dark Zone. Okay, das war ja, der Witz war echt flach. Der war billig. Ui, ich habe die Füße hochgehoben. Oh Gott. Biogefährdung. Kontaminierter Bereich wird betreten. Hä, war hier noch irgendwas, weil es hier so lila ist? Okay, ich habe nur Munition aufgeführt. Okay, wir gehen mal rein. Wir gucken uns das mal an. Okay, war schön hier. Gehen wir raus, oder? Agent, hier wird's noch nicht sein, ich kann nichts sagen. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Ein Abholbereich entdeckt, was auch immer der Abholbereich zu sagen hat. Aber allein, also ich glaube ja wirklich, also das ist jetzt meine Meinung, alleine in der Dark Zone hast du gar keine Chance. Also allein in der Dark Zone ist, weißt du, wie allein in Daisy. Das ist... Habe ich auch gerade gedacht. Das, ha, bam, ein High Five, oder? Ja, Mann. Checkpoint entdeckt. Okay, dann gehen wir mal zu dem Checkpoint. Was ist denn das mit der Kamera? Das würde mich auch mal interessieren. Überall. Also ich glaube echt, in der Dark Zone, wenn du da alleine bist, wie bei Daisy, ist hoffnungslos. Ist einfach nur... Alleine in Tscherno, wo dann die ganzen Leute hocken und auf Gefechte warten. Und ja, ich glaube auch. Ich vermute auch. Was ist das jetzt hier? Bergung trifft ein in 33 Sekunden. Okay. Und hier ist jetzt alles... Was? Scanne. Huch. Ah, ich habe da einen Filter. Ah, jetzt sehe ich's. Und wenn ich da rausgehe, ist der Filter weg? Ja, jetzt ist der Filter weg. Okay, okay. Wahrzeichen entdeckt. Ja, da hinten ist eins. Da gehe ich mal hin. Würde mich ja mal interessieren, brennend interessieren. Leider kann ich die Waffe nicht wegstecken, sodass man... Aber man kann Emotes machen. Warte mal. Da gucke ich jetzt gerade mal nach. Der Dark Zone. Gute Idee. Ja, warte mal gerade. Emotes müsste doch eigentlich mit E... Oh, Vorteil, Talente, Karte... Emotionen. Ja, cool. Emotion 1 abspielen, Emotion 2, Emotion 3, 4, 5 und 6. Zum Reden drücken. Ich hab Glück gehabt, dass der Spieler dich nicht angegriffen hat. Ja, zum Reden drücken. Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Huch, Schüsse. Hat ja gut funktioniert. Wahrzeichen entdeckt. Ah, guck mal, Chinatown. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Soll ich jetzt zum Abholbereich da, oder was? Was ist denn der Abholbereich? Da, dann gehen wir mal dahin. Ja, der Spieler gewesen. Ja, ich hab den Spieler mal gelassen. Der war sehr... Ja, wie heißt's? Baulich, so. Ja, ich glaube, wir... Boah, Schüsse. Boah, noch mehr Schüsse. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Oh, hier sind Special-Typen. Oh, Scheiße. Nachladen, sehr schlecht, sehr schlecht. Okay, nachgeladen. Oh, hui. Das Dark Zone Schlüssel habe ich entdeckt. Okay, was kann ich jetzt mit dem Schlüssel anfangen? Kann ich hier rein, oder was? Nö. Aber hier ist eine Kiste, ne, kann ich nichts anfangen. Okay, Das ist ja auch die Schüsse, ja, ne? Ich hab's lautlos. Achso. Ja, doppelt höher. Okay. Weil hier sind die ganze Zeit Schüsse. Ab und zu mal so. So bam, bam, bam. Dark Zone, Rangaufstieg, Rang 2 erreicht. Echt? Oh. Hier ist ein Abholbereich. So, was kann ich jetzt hier machen? Als du die mit der Granate in die Luft gejagt hast. Ja, achso, ah, cool. Ja, das war aber nur eine Blendgranate, war keine Handgranate. Ja, du hast die danach erschossen. Ja, also, war ja klar. Ah, guck mal, die Tankstelle hier. Ist auch ein Wahrzeichen von New York. Das ist schon sehr gruselig. Uah.
Huch, schon wieder Schüsse. Tankstelle sieht schon cool aus. Cool. Cool. Schön. Steven. Steven. Okay, komm hier hoch. Oh, cool. Guck mal, ich kann hier Sachen entdecken. Oh. Und da kann ich auch noch hoch. Ey, geil. Ich meine, wie genial. Ich muss ja seriös wirken. Erste Hilfe. Ja, wow, cool. Seriös. Das ist die Weiterentwicklung von Siri. Siri, ja, genau. Richtig. Nein. Nein, echt nicht. Tschung, und runtergerutscht. Ja, hier wieder Spielerklasse 1 bis 7. Ja, ich bin 6. Don't shoot. Boah, unglaublich, Alter. Spielerbetrieb. Cool, dass da einfach Campinghocker sitzen, stehen. Ja, ne? Schon genial. In Gruppe der einladen. Der auf der Tankstelle gecampt hat. Ja. Gefühlt hat. Hat sich gedacht. Ein kühles Bierchen. Oh. Ja, Bier. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ah, hier ist ein kontaminiertes Gebiet wieder. Ich weiß. Oh. Schüsse. Ich frage mich, ob der Typ hinter mir oder der mich jetzt hier die ganze Zeit verfolgt, ob der mich töten will oder so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er mich auslöschen möchte. Ah, ich kann hier wieder raus. Cool. Bin ich auf der anderen Seite raus. Genial. Oh, yeah. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Dark Zone. Dark Zone 2. Er hat dich anvisiert. Boah. Ja, Glück gehabt hier. Ja, ich dachte auch erst, dass er mich töten will. Aber ist so nicht. Dem ist so nicht. Jetzt sind wir der hier. Er stand da noch direkt hinter dir. Er hätte nur noch abzücken brauchen. Yo. Can you talk? C3PO4. C3PO4? Hello? With C, you can talk with me. Hello? Again? Test? Yeah! I was wondering. Your microphone is not so amused about talking, I don't know. Ach da. You're hacking. Your voice is stalking. Splitting in parts, so when you're talking. So you must press C to talk. Ah, hast du es eingestellt? Ja, ja. Jetzt also, nicht mehr Dauersendest. Also hier ist es eingestellt jetzt. Scheiß Voice Activation. Ah. Alter. Er ist sogar ein Deutscher. Sehr cool. Oh, er will dich jedenfalls nicht töten, weil dann hätte er die Boss schon gehabt. Ich glaube auch nicht. Noch. Doch, ich glaube auch nicht. Wieso hat er denn. Ah, push to talk. Ja, jetzt habe ich's. Jetzt funktioniert's. Jetzt besser. Er will dich. Mit wem redest du die ganze Zeit? Deswegen war es so interessant für mich. Ah, okay. Mit einem Kumpel, der guckt mir zu, weil wir streamen das gerade hier und gucken uns die Beta zusammen an, weil er überlegt es sich zu holen und ich habe es mir schon geholt und lass uns erstmal die Typen hier platt machen, dann können wir weiterreden. Oh. Das sind Elite-Mobs, ne? Ist klar. Ja, yep, sehe ich. Okay, oh. Oben ist noch einer. Oh, schade. Linken Seite sind nur drei.
Okay, rechts ist noch einer, aber den trifft er nicht so gut, leider. Ach, rücke vor. Hört ihn doch. Wem redest du die ganze Zeit? Ja, man mit hört ihm. Ihn tatsächlich in der Aufnahme. Ja, weil er ist jetzt... Sehr gut. Ja, jetzt hört man ihn wirklich. Da ist noch einer im Auto. Okay, den hab ich. Ah, ja, ich seh ihn. Alles klar, hab ihn. Ist das getrennter Loot? Kannst du das aufheben, was vor mir liegt? Ich sehe hinter dem Auto, wo den letzten, den wir getötet haben, ist was Grünes. Alles andere sehe ich nicht. Das ist sein eigener Loot. Ja, genau. Okay. Ja, macht ja auch Sinn. Noch einer im Auto. Total. Okay, warte. Ja. Ersten habe ich auch nicht gehört. Wir können auch zusammen in eine Gruppe gehen. Das ist ganz sinnvoll, ja, denke ich auch. Ja, das habe ich ja gemeint gerade. Ja, ja. Ich habe gerade nur noch mal drüber nachgedacht. In Gruppe einladen. Alright. Hat er ein paar Infos gesagt, wer er ist? Erzähl mal was von dir. Wer bist du? Wie kommst du, dass du hier auch zockst, jetzt um die Uhrzeit, so zur später Stunde? Also um die Uhrzeit, später Stunde, ist in der Früh. Wochenende. Warum soll man denn spielen? Ja, geht. Ja, außerdem macht das Dark Souls das Einzige, was mich so ein bisschen im Spiel reizt. Und das macht schon Laune. Also prinzipiell an dem Spiel? Ja, na gut, ich habe jetzt das Solo-Play gespielt, das war jetzt nicht so der Burner, muss man so sagen. Ne? Ja gut, es war ja auch nur eine Mission da halt, die du hast, und dann hattest du jetzt... Die ganze Nebenmission habe ich noch gemacht in diesem Stadtgebiet gehabt. Ja, aber ist okay. Ich finde es schade, dass man hier drin irgendwie scheiße levelt. Dass du in der Darkstone leveln kannst. Bad up, Boner. Ja, gut, es ist ja, muss halt auch bedenken, es ist halt auch nur eine Beta und klar, dass da auch ein bisschen noch zurückgehalten wird. Okay, wo wollen wir hin? Egal. Gute Frage. Rechts ist gerade einer, der Leute umbringt. Siehst du auf der Karte? Ja, sehe ich oben rechts. Okay, geh mal hin. Komm mal. Es lohnt sich, Leute umzubringen, ne? Ich sag's mal so. Ja. Wir waren zu viert da und haben dann teilweise 200 Sekunden Debuffs gehabt. Und wenn die ablaufen, kriegst du richtig. Noch ein Spiel neben euch auf einmal. Wie, noch ein Spiel neben uns? Dann einer neben euch. Zeit nie getötet wirst. Ja. Ja, ich glaube, die sind jetzt weg. Ich glaube, die wurden abgeholt. Mhm. Ja, es ist. Ich denke, spielst du DayZ oder hast du DayZ gespielt? Jo, ganz früher mal. Damals, wo es noch Arma war. Echt, und die jetzt standalone gar nicht, da oben sind sie noch. Siehst du sie? Nee. Jo. Also hat sich. Okay, hat sich extrem verändert zu damals, zu der Arma-Zeit. Ist aber auch, was dein Tod halt ja angeht, ist ja auch sehr, sehr, sehr mies immer noch. Mhm. Und was uns so aufgefallen ist, dass das Spiel an sich halt müsste generell nochmal verbessert werden von der Performance einmal, und das andere ist aber auch noch, wo sind die denn? Sind die da oben? Sind die da hinten drin? Da vorne ist ein Gegner. Na dann, gib ihm. Von rechts. Ich glaube, jetzt im Februar wollen sie es sogar raushauen. Im Februar. Der Performance gestaubt. Der läuft hoffentlich. Vorne links ist noch einer. Irgendwie umging uns auch gerade irgendwie zwei, hab ich gesehen.